Wir sind zurück in Dragon's Dogma 2. In und direkt um die Hauptstadt Wernworth gibt es eine Menge Suchermedaillons, die teilweise richtig gut versteckt und deshalb schwer zu finden sind. In diesem Video zeige ich dir alle Positionen und wenn du dich gemeinsam mit mir auf diese Tour begibst, wirst du am Ende bis zu 23 neue Medaillons dein eigenen. Bis zu, weil ich davon ausgehe, dass du wahrscheinlich das eine oder andere bereits entdeckt hast. Zum Thema Suchermedaillons an sich habe ich auch ein Video gemacht, in dem ich kurz erkläre, was das für Teile sind, was man beachten sollte und welche Belohnung man dafür erhält. Wenn dich das interessiert, dann schau mal in die Videobeschreibung, da habe ich dir das Video verlinkt. Okay, starten wir mit unserer Tour. Ich zeige dir auf der Karte stets den Startpunkt, also von wo es losgeht. Meist die nächste Straße, damit man es besser findet. Dann laufen wir den Weg zum Medaillon. Und an der Stelle zeige ich dir dann nochmal die genaue Position des Medaillons auf der Karte. Ich denke, so dürfte nichts schiefgehen. Das Video hat Kapitel, damit du die Sache auch in einer anderen Reihenfolge angehen kannst, wenn du das möchtest. Beachte, dass alle Positionen, die mit einem L gekennzeichnet sind, wahrscheinlich nur mit einem Magier und seiner Fähigkeit Levitation erreicht werden können. Wer schweben kann, ist eben doch manchmal im Vorteil. Wir starten die Tour im Norden von Wernworth. Kommentare gibt es keine, weil das Ganze selbsterklärend ist und ich könnte dann halt nur so eine Art Navi-Stimme machen, aber ich denke, das ist hier nicht nötig. Also bleibt mir hier jetzt noch zu sagen, viel Spaß bei der Tour.
Das waren nun die 23 Suchermedaillons, die man in Wernworth und drumherum finden kann. Ich hoffe, du konntest noch eine Menge neue Medaillons finden. Und wenn das so ist, dann gib dem Video gern einen Daumen nach oben. Und damit bis zum nächsten Mal. Die Codes da unten sind für dich. Du kannst bei der ersten Bestellung 5 Euro sparen oder 10% bei jeder Bestellung. So hast du etwas davon und ich natürlich auch, weil ich dann eine kleine Provision bekomme, wodurch du mich dann ganz nebenbei auch noch unterstützen kannst. Einen Link zum Holy Shop findest du in der Videobeschreibung. Ich wünsche dir viel Spaß beim Energieeinkaufen.